los dos miércoles a las 10. Oh mein Gott. Was passiert? Wie? Hörst du mich? Ja, schon, aber wer bist du? Gut, es hat geklappt. Ich heiße Song Su Mi. Nenn mich einfach Song. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Situation, dein kleines Problem. Und ich kann dein Leben retten. Na gut, Songbird. Ich bin ganz Ohr. Freut mich zu hören. Oha. Du hast bestimmt Fragen, die ich dir gerne in Kürze beantworte. Aber zuerst musst du Night Citys eitrigen Blinddarm aufsuchen. Also Dogtown. Na gut. Keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber meinetwegen. Danke. Ich weiß das zu schätzen, ehrlich. Dogtowns Haupteingang. Geh dorthin, so schnell du kannst. Ich kontaktiere dich dann. Ganz schön aufwendige Falle. Oder ein Rettungsring. Ja, ja, ist ruhig. So, Dog Eat Dog. Die erste Aufgabe der Phantom Liberty DCs. Ja, es geht wieder weiter. Nach gefühlt über 2 Jahren. Machen wir es hin. Ist da lang. Ne? Okay. Hä? Jetzt gerade selbst nicht gemacht. Müssen wir auch zu klauen. NASA! Schleudergefahr! Ich habe die Qualität, so gut es geht, runtergetan, damit man da doch noch spielen kann. Es liegt ja schon, wenn man hier Raytracing anmacht und so. Ich könnte auch die Auflösung untersetzen, aber wahrscheinlich wäre kein Bock. Was geht so von der Qualität her? Weil ich hatte mir auch. Junge! Also, manchmal. Wie die Bekloppten am Fahren. Ist so. Dass ich jetzt ein Geisterfahrer bin. Das ist aber auch eine Steuerung. Yo, 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 yo. Holy shit, das ist ein Jibbel. Aus dem Weg! Sofort! Aua! Das bringt doch nichts. Scheiße! Die entkommt uns! Es ist Dogtown. Lass gut sein. Du da! Hast du keine Ahnung? Nee. Runter von der Straße. Was hast du hinten drin? Das übliche. Implantate. Zetatec. Komm schon. Und sonst? Die Blutung ist voll raus. Ring Nummer 2. Kein Kommissar. Ja, ja, fuck! Wie? Alles wird gut. Atme durch. Zähl bis 10. Sprich ein Mantra. Was immer dir dabei hilft, dich zu beruhigen. Dein Nervensystem hat mächtig was abbekommen.
Herzrasen, Schweißausbrüche. Wird gleich besser. Was machst du? Ist das eine Falle? Im Gegenteil. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Gleich geht's dir besser. Keine Sorge. Wie? Die Sache stinkt. Ich glaube, sie macht was mit dem Relic. Wie zum... Nee. Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Hey, fick dich! Wenn ihr beide auf dem Chip-Protokoll aktiv sind, kann das bei V-Shocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum zu deinem Sicherheit. Was? Wie abstellen? Wieso ist der jetzt weg? Hey, mach ich das. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Bist du ein Konstrukt wie Johnny? Nein, wie? Ich bin Netrunner. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört, blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Du bist doch Netrunner. Kannst du nichts gegen den Hack machen? Doch, ich bräuchte nur 24 Stunden, die richtige Ausrüstung und literweise Kaffee. Leider habe ich gerade nichts davon. Du willst mir echt weismachen, dass Präsidentin Rosalind Myers bei dir ist? Rosalinde? Sitzt mir direkt gegenüber. Sie weiß schon Bescheid. Wartet nur auf dein Okay. Was soll ich tun und wie viel Zeit bleibt uns? Zu wenig, um die Landung in Dogtown zu verhindern. Jetzt geht's nur noch um Schadensbegrenzung. Da kommst du ins Spiel, V. Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Dogtown, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Jemand? Soll heißen? Erwartest du jemand Bestimmten? Kurt Hansen, Dogtowns selbsternannten Boss. Der Mann hat zig Gründe, Myers als Geisel zu wollen. Er hätte das Flugzeug nicht allein hacken können. Also gibt's in Washington einen Maulwurf. Aber das klären wir später. Du hast gesagt, du kannst mir helfen. Stimmt das? Ich hab dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Warum soll ich dir trauen? Hatte eben wegen dir einen Anfall. Eine Nebenwirkung. Tut mir leid. Aber die gute Nachricht. Ich mach's wieder gut. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Okay. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst eh nur ungenutzt rum. Neuer Vorteilsbaum. Freigeschaltet. Meine Fingerspitzen kribbeln. Fühlt sich gut an. Oh, das kann mehr als kribbelnde Finger, glaub mir. Was? Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann was. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Was sind die alle? Kampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Sieh dich in Dogtown um. Da muss ich erstmal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Dich darf niemand sehen oder scannen. Denke schon. Nach dir.
Ich bin bei dir und helfe so gut ich kann. Hier? Das Parkhaus. Da, hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du dran. Schleich dich rein. Lenk zur Not die Wachen ab. Denk dir was aus. So, ja. Der macht es überwältigt. Drin. Okay, geh rein. Aber ich muss eh so mal die Qualität ein bisschen untersetzen. Also die Auflösung. Und wir sehen es dann gleich. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung. Ich habe mein PC ist abgeschmiert. Einfach random. Zack, war aus. Und ich habe dann erstmal eine halbe Stunde versucht, den anzumachen, weil er ging halt an, aber die ganzen Bildschirme waren nicht da. Ich bin hier, weil die Aufnahme gefüttert hat, natürlich. Ich bin jetzt hier drin. Oh nee, die ganzen Passagen wurde entfernt. Ne? Ja, ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich hoffe, das passiert nicht mehr wieder. Die ganze Passage ist einfach weg. Es tut mir so leid. Warte, ich wollte hier noch. Also was ich eigentlich machen wollte, ist hier was. Das ist so ein Jahrmarkt hier. Aber hier ist jemand. Da wollte ich erstmal gucken, was sie alles hat. Fangen wir als Sargwar aus. Willkommen, willkommen beim einzig wahren Netrunning Store. Hier findest du alles, was du brauchst aber und mehr. Auch Qualität untergesetzt. Sag mir mal deine Demons und Quick Hacks. Bei mir bist du an der richtigen Stelle, Choom. Ich habe nur das geilste Equipment. Cyberdecks, Speicher, Hacks. Nur solange der Vorrat reicht. 80 Grad. Aber nur die besten Ports sind vorbereitet auf den abgefahrenen Scheiß, den ich verticke. Alles klar? Was weg ist, ist weg. Zeig her, kleiner Mann. Das ist Musik in meinen Ohren. Sag deinen Eddies goodbye. Ja, war schon hier drin. Auf einmal zack aus. Alles auf einmal. Ich denke, was ist jetzt? Ist das hier was ganz anderes? Netrunner Helm mit Noisy. Können Upload darauf von gegnerischen Quick Hacks. Mhm. Kaufe ich mir mal. Ja. Ich glaub, da ist nur ein weiterer Rücken. Wer bist du? Was mit Kred? Kończymy ze stadionem. Idziemy w lek. Ja, ja. Oh, hey! Was ist das hier? Sieh an. 5% Rabatt. Ach, hier kann man so sehen, was? Bin auf der Suche nach schicken Klamotten. Dann bist du hier genau richtig. Zeig mal. Was ist das denn? Das haben die aber Panzerung, ne? Enges Kleid aus Haihaut. Sieht krass aus. Fähiger wohl.
Ich kaufe hier ein paar Sachen halt einfach. Auflagegeschwindigkeit von Granaten. Was ist das denn? Weißer Abweißer? Pelzmantel? Wie mein Shopping war. Die sehen auch krass aus. Sechs Prozent Auflagegeschwindigkeit, was da war noch eins. Wo steht denn das? Ja, die teste ich mal. Charakter? Nee, doch. Nicht. Doch. Jacke. Wir hätten jetzt das hier. Wie sieht das denn aus? Naja. Naja. Chick ist was anderes. Das hier hatten wir. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Boah, Alter. Das sieht geil aus. Okay, fühle ich auch. Da war noch was. Achso, das habe ich schon in Orange. Orange fühle ich nicht so. Ich würde aber das hier erstmal anziehen. Das hat irgendwas. Yo, Alter. Das sieht ja aus. Eieiei. Holy moly. Heavy. Aber. Ah, das ging ja auch, ne? Oder? Schöne Tattoos? Warum geht das? Hallo? So. Sorry. Aber der Helm sieht krank aus. Was ist das? Wenn klar ist, was anderes. Ja, das ist so umlaufen. Also. So, nee. So, jetzt bin ich räum aber. Sind die Dimas-Soundtracks am Start? Schubst mich nicht. Wer sind die denn? Ruffies oder was? Und da ist sie ja. Wie? Boah! Was ich fragen wollte. Wie schlimm ist das für dich? Meine Zeit läuft ab. Und zwar schnell. Der Relic bringt mich schon bald um. Aber du bist hier. Du suchst nach einer Lösung. Du kämpfst weiter. Würdest du alles für eine zweite Chance tun? Auf jeden Fall. Kopf hoch. Wir hängen da beide drin. Weise Worte. Du glaubst nicht, was die Du glaubst nicht, was ich getan habe. Alter! Meinst du kriegst Hansens Person? Okay. Ab aufs Dach mit dir. Was? Guck mal, wann wir die S-Section haben. Die schöne Aussicht. Ich mein's ernst. Von da aus siehst du nämlich, wo wir gleich landen. Ich will die Box.
Ja, lass mal so. Scheiß auf. Nvidia Regels. Hoffentlich. Ich muss schon mal älter. Ich hab Mut. Fuck den Scheiß. Scheiße, da ist ein Schaltkreis durchgebrannt. Hab keinen Zugang. Und jetzt? Starte mal den Generator neu. So. Ach du Scheiße, sowas. Scheiße. Ich weiß nicht, kann. Naja, nicht das Beste. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Dem anderen. Bei dir geht alles kaputt? Ich hier pfeife aus dem letzten Loch. Oder die Hardware schmiert ab, weil du zu grob hackst. Okay, läuft wieder. Der Aufzug kann jetzt hoch zum Dach. Ja, bin schon dabei. Übrigens, wir erreichen dann gleich den Luftraum von Night City. Die Landung wird unangenehm. Bist du bereit? Und auch für alles, was danach kommt? Weiß nicht, ob man für eine erzwungene das Landung ist sozusagen bereit der Anfang sein kann. Von der vor allem in Dogtown. Aber mit dir sehen unsere Der soll Chancen 20 bis 25 Stunden gehen, der DLC. Muss nicht mal auf Zugang zu gehen lassen. Das ist ein DLC, der über 20 Stunden geht. Das ist krank. Die betreiben es aber auch mal wieder. Und dann nur für 30 Euro. Hat eigenes Spiel und hat, kostet nur 30 Euro. Du bist da. Gut. Ja, und wohin geht's? Was jetzt? Dann ist die Ruhe vor dem Sturm. Siehst du? Das sind wir. Space Force One. Wir verlieren an Höhe. Gleich wird's holprig. Oh, fuck. Was? Was ist los? Was okay. Zum Teufel? Oh, I mean... Ich hab's liegen lassen. Sie, die Präsidentin! Du musst... Songbird! Scheiße, verdammt! Scheiße, scheiße, scheiße! CD Projekt Rec präsentiert Phantom Liberty. Hä? Ja, ich voll die Rutsche. Yeah! Ein witziges Kleid, aber okay. Ganz toll. Er will auf die Fresse. Paul, okay, bin wieder da. Songbird. Und draußen. Sicher gelandet. Oh, scheiße, Songbird. Ich dachte, du wärst. Ja, ich weiß. Nervt doch nicht. Songbird, die Katze, ist jetzt bei ihrem siebten Leben. Ich habe Myers in den Sicherheitsraum gebracht, bevor ich zum Schleudersitz bin. Zum Wrack wie. Rette sie. Songbird? Die haben euch gerade abgeschossen. Oh, Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass Hansen so krank im Kopf ist. Oh,
dazu entschlossen. Beeilung, los! Und weiter? Hast du einen Plan? Finde Myers, bring sie zur Liscrest Street. Momentan der sicherste Ort in Dogtown. Okay. Ich melde mich wieder. Viel Glück, Lee. Vielleicht da. Vorsicht. Hier kommst du nicht ohne Ärger durch. Ich weiß, was du kannst. Aber ich will keine Risiken eingehen. Also Kopf runter. Okay. Gerade dabei. Damit fangen wir an. Was können wir ja machen? E9. 7A. Habe ich leider nicht. Scheiße. Aber das geht. Oh, warte mal. Schade, so hätte ich das nicht gemacht, aber das Ergebnis zählt. Los, umzinge! Hätte das Gerüst hoch. Los! Nein, ich bin nicht runter. Das groß. Weg hier. Ich hab Bock auf die. Es waren viel zu viele, ey. So, immer höher. Geh zum Kran. Scheiße. Hensons Leute sind da. Sieht so aus, als sollen die hier aufräumen. Wie viele seid ihr da unten? Es waren 11 an Bord, inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Die muss ich. Nein, ist bei. Warte, ich hab's. Der Kranarm klettert drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Übers Dach, dann geradeaus zum Rock. Kalt! Feinde
auf den Boden, das explodiert gleich. Waffen mal. Vorwärts! Der Weg zum Flugzeugwrack ist frei. Dann gehen wir mal. Sie sehen aus wie von Elex. Diese Roboter. Weiter zum Wrack. Und pass auf wen du schießt. Da sind auch NUSA. Wer ist da? Erstick an meinem Blei! Shit, nachher. Zurückhaltet er sich von der Automatisch. Schluck das!